erstmal Strohschaufeln angesagt. Die Idee, seine Lehrlinge aufs Land zu schicken, ist auf dem Mist ihres Chefs gewachsen. Zum einen lernen sie auch ein Stück weit Respekt oder auch Kenntnis von der täglichen Arbeit unserer Kunden, damit auch ein besseres Verständnis später, wenn sie den Kunden beraten in der tagtäglichen Arbeit. Und ich glaube, auch für die persönliche Entwicklung ist es mal ganz gut, 4 Wochen in der Landwirtschaft tätig zu sein. Die Agrarwirtschaft in der Sächsischen Schweiz ist ein wichtiger Kundenstamm der Bank und den soll Maria gut kennenlernen. Auf dem Plan stehen also Klauenpflege, Kühe treiben und melken, 8 Stunden täglich, das bei strengstem Kuhstallgeruch. Ja, habe ich gar kein Problem damit. Es gibt Wasser, kann man sich wieder sauber machen. An diesem Morgen hat Marias Wecker schon um 5:30 geklingelt. Um 7:15 müssen die Kalbszelte ausgemistet werden. Dazu gibt es noch eine Einweisung in die dafür vorgesehene Maschine. Ja. Bremse, ne? Nee, Bremse gibt's nicht. Nee, Bremse gibt's nicht. Ich habe dank meinem Vati einen Traktorführerschein gemacht. Und daher bin ich schon gewohnt, mit größeren Geräten umzugehen. Junge Bank-Azubis aufs Land zu schicken, für Marias Kollegen eine sinnvolle Sache. Sehr gut, die Idee. Damit die wissen, die Leute, wo das Geld herkommt, das Geld zählen auf der Bank. Also, wer keine Lust mehr hat zum Zahlenschreiben auf der Bank, kann es bei uns weitermachen. Auch die Männer im Melkkarussell freuen sich über die Unterstützung der jungen Kollegin. 800 Kühe müssen hier täglich gemolken werden. Insgesamt geben sie rund 20.000 Liter Milch. Angst davor, den großen Tieren nahe zu kommen, hat Maria keine. So kann man es auch mal streicheln. Insgesamt 4 Wochen hat Maria auf dem Hof mitgeackert. Na komm, los. Mit ihrem Fleiß hat sie großen Eindruck bei der Besitzerin des Bauernhofs hinterlassen. Es ist richtig so, dass man das mal macht. Und das ist, denke ich mal, nicht bloß in dem Bereich der Banken so, dass es wichtig ist, zu sehen, wo kommen denn unsere Lebensmittel her. Deswegen fände ich das nicht schlimm, wenn auch von anderen Bereichen junge Leute einfach mal sich das angucken können, sagen, wir machen mal eine Woche Praktikum. Ich bringe den Arbeitern hier also schon mehr Respekt entgegen, was sie für Arbeit leisten, dass es halt furchtbar anstrengend ist. Und ja, dass es halt viel hinter der Wurst und hinter der Milch in der Theke steckt. Feines Kostüm statt Bauernoutfit. Marias Ausbildung in der Bank hat begonnen. Also die ersten Tage hier in der Bank waren extrem ungewohnt nach dem Stall und den ganzen Kühen. Hier jetzt ordentliche Kleidung sozusagen zu tragen und mit den Kunden Kontakt aufzunehmen. Ihre alte Chefin vom Bauernhof ist eine davon. Auch wenn sich Maria auf ihren neuen Job freut, ein paar Wochen mehr auf dem Bauernhof, sagt sie, hätten es trotzdem sein können.